Hast du noch alte Produkte? Eins habe ich noch, ja. Ja, okay. Oh, wir haben kein Lab mehr. Wo? Ach komm! Nee, oder? Komm, mir egal. Reicht. Okay. Doch, oder? Ah ja, ist in Ordnung. Lieber sprengt mich von der Plattform. Naja. Schlechter Tag, schlechter Tag. Schlafen. Hallo. So. Mal bei Leute, es ist 6 Uhr, ne? Ich sag noch schon mal Bescheid. Naja. Das sind schon wieder 7 bis 8 Stunden, oder? Nee, 6 Stunden 40. Okay, und das davor, also ja, 7. Werde ich wieder viel zu rendern haben. Und wirklich vorankommen sind wir diesmal auch nicht. Ich. Eben. Naja, man merkt es halt nicht. Ich meine, ich habe hauptsächlich immer meinen Bogen trainiert, das ist ja am Arsch. Ich wollte Staub, wollte ich haben, genau. Und wenigstens kann ich mir die Lollipop-Pfanne nochmal machen. Ja, gut. Bin die Teil ja nochmal da. Aber das war jetzt diesmal auch in Ordnung, weil diesmal hatte ich echt keine Teile ansonsten, die irgendwie es wert waren, verloren zu gehen. Irgendwie, du weißt, was ich meine. Naja. Weil was ich gesagt habe, hat nämlich keinen Sinn ergeben. Nee, ist alles in Ordnung. Zwar ein bisschen abstrakt, aber man kommt dahinter. Ich hatte keine Sachen gehabt, die es wert waren, verloren zu gehen, also. Ja. Das heißt, ich hatte nur Sachen, die so schlecht waren, dass ich nicht mal. Okay. Genau. Haben wir nicht noch irgendwo einen Eimer hier rumfliegen? Ah, ne. Ich hatte einen. Nevermind, da ist schon Clay. Wer auch mal den Knall hingestellt hat. Machen wir noch so eine Precious Doll draus oder auch zwei. Dann kommen noch ein paar Blazes spawnen. Okay, Blaze. Achso, genau, das muss der Porcelain Clay sein. So, mal schauen. Glowstone, Redstone und Blaze Dust. Und nochmal Puff. Ach, und Nether Wards. Die haben wir da auch irgendwo da rausbekommen, oder? Ich? Ist okay, wenn ich jetzt nicht mehr so wirklich mitkommentiere, ne? Das hat mich jetzt doch ziemlich genervt das zweite Mal. Naja, ja. Ich bin sicher, dass wir irgendwo Netherwards hatten. Bäh. Wie lange wollt ihr noch arbeiten? Netherwards hattet ihr aus einem Dingsgegenstand gekriegt. Von der Tüte. Tüte, ah ja. Von der Tüte. Ja. Aha. So eine richtig geile Tüte. Wäre schon geil jetzt irgendwie. Ja. So eine Aldi-Tüte. Na, wo sind sie hin? Vielleicht im Tütenfach. Scherzkeks. Was sind denn da hinten für Viecher gerade? Ist das Ozelot? Ozelot, ja. Cool. Kätzchen.
Kätzchen. Ich bin sicher, dass wir irgendwo Netherwards haben, aber wo? Oh, Gunpowder ist voll. Sollten wir mal erweitern oder so. Komm mal, komm mal ein Upgrade. Oh Gott. Dann halt nicht. Man kann Relay spawnen, widerlich. Das Dodge Upgrade. Das soll er verstehen. Na gut. Aber ich denke, da machen wir es fürs erste Mal. Auch Schluss. Okay. Na gut. Der ganze Platin- und Silberkram kommt dann später noch raus. Ich bin da gerade noch ein bisschen am Umbauen. Nee, ich meine jetzt hier die große Smeltery. Achso. Weil das ja. Eisen hier den Ausgang verstopft hat. Und, ja. Ich hole mal, dass ich den Altar dahin fertig gebaut bekomme. Oder zumindest die Grundlage. Also dann, bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal. Ciao. Ciao. Servus. Lass mal wieder. Ja, ja, brüll mir ins Ohr, danke. Das kann ich gut. Mal gemerkt. Und jetzt schon wieder die Enderperle, yay. Jetzt haben wir Enderperlen, genau. Es ist so viel passiert in der Zwischenzeit. Das sollte man echt mal zeigen, ja. Jo. Hallo, da bin ich. Da ist er, genau. Hey. Ganz, ganz, ganz groß im Bild. Nimm dein ganzes Bildschirm ein. Und hast volles Leben. Nämlich haben wir das System da unten jetzt so erweitert und verfeinert, dass es wirklich automatisch arbeitet. Komplett. Dieses Manager hier ist groß genug, glaube ich zumindest. Ja, passt. Um die Sachen aufzunehmen, geht da sowieso, weil da eher die seltenen Sachen drauf sind. Hier haben wir eine schöne manuelle Mob-Farm. Oh, mit schöner Brücke. Mit schöner Brücke. Advanced Drawbridge. Zu. Genau. Was haben wir noch? Da ist ein Prototyp von einem U-Bahn-System. Das Prototyp. Ja. Das brauche ich noch zu Ende, ja. Soll halt untergrundmäßig alles mit allem verbinden irgendwie. Da müssen wir nicht ständig ewig lang laufen. Okay. Was haben wir noch gemacht? Also Frank hat seiner Farm ein Facelift gegeben. Oh ja. Und die wird noch größer. Und noch ein Side-Lift. Wie wir sehen. Wir bräuchten noch so Aufzuggeräusche. Du meinst... Also, dieses Ding-Dong und die Musik. Ja. Das wäre echt cool. Naja. Ach nee, Portal-Gun haben wir nicht drum, war für ein Radio. Nicht, nein. Leider nicht, nee. Aber wir... Ne, Radio haben wir ja. Ja, aber das ist irgendwie ja so ein Internet-Ding. Ja, ja, Internetradio, holen wir uns einfach so eine chillige Musik und dann geht es schon. Ja gut, das müssen wir aber definieren und so weiter, da muss ich aufpassen wegen der GEMA und alles mögliche. Ach was?
Das geht schon. Vertrau mir. Gerade dir vertraue ich in solchen Fällen nicht. Hallo, was soll das heißen? Aus gutem Grund. Hä? Nimm mir einen. So, lass mich überlegen, haben wir sonst noch irgendwelche Neuerungen? Achso, ich hab Waffen. Ich nicht. Ich auch nicht. Er nicht, weil er runtergefallen ist. Mal wieder, das ist so nervig einfach. Vor allem, weil ich ja nicht extra runterfalle oder auch nicht mal selber schuld bin diesmal. Ja, ja. Ja was, es nervt halt, wenn man die Sachen immer wieder frisch schmiedet und die genau dann schon wieder verloren sind. Ich würde jetzt sagen, pass einfach auf, wenn du baust, aber das wäre fies. Tja. Es geht nicht, wenn Lecks da sind. Das ist ja, das hat ja nichts mit seinem Spielverhalten zu tun eigentlich. Eben, weil Shift drücken bringt ja nichts, wenn das unter dir wieder weggeht. Da würde ich jetzt eigentlich für fair halten, wenn er die Sachen wieder so zurückbekommt. Ja, kann er ja nicht. Geht ja nicht. Ja, aber zumindest die Materialien. Auch Material haben wir, glaube ich, genug davon. So, Plan für heute. Irgendwie den Nether erobern. Ja, aber sowas von. Unbedingt. Wobei wir da eigentlich nicht runter müssen. Naja, doch. Wenn wir genug Energie hätten, können wir es auch so holen, das Zeug. Klar, das ginge auch, ja. Übrigens, wie? Hier kommt der Altar mit einer Laserdrill aus Mine Factory Reloaded. Braucht unglaubliche Menge Energie, kann aber auch Nethererze aus nichts rauszaubern. Durch Zufall halt. Also wirklich alles, sogar die Mod-Erze. Da braucht man halt A, extrem viel Energie und B, ein super starkes Auto-Processing-System. Naja, spätestens wenn wir AI-System haben, ist das alles kein Ding, oder? Ja, aber ja, für das AI-System brauchen wir den Nether. Ich hätte eine Idee, also es ist klar, dass wir viel Energie brauchen, ja, aber wir haben ja hier zum Beispiel diese Redstone Energy Cell, die reicht ja für ich sag mal, schätzungsweise 10 Erze, die da abgebaut werden. Also können wir doch einfach mal auf gut Glück diesen Laserdrill bauen und die ganze Energie, die hier drin gespeichert ist, einfach mal verschwenden. Und vielleicht ist ja dann ja dieses Quarz dann dabei. Klar, das ist eine Idee. Also zwangsweise müssen wir nicht in den Nether, das ist jetzt meine Idee. Okay, das heißt, wir brauchen einen... Weiß ich gar nicht, braucht man die alle 4 Precharger für das Ding? Nee, einer reicht. Aber der braucht schon extrem viel Energie, glaubt mir. Okay, und mal aber ganz ehrlich, die Energiezelle hält. Glowstone Illuminator. Brauchen wir einen Illuminator Frame. Was war? Ich glaube, ich gehe jetzt einfach mal in den Nether. Ich habe gerade kein einziges Item. Das kannst du. Nimm halt zumindest Cobblestone Müll, dann kannst du zumindest mal so ein kleines Ding, so einen kleinen Rahmen rumbauen. Genau. Wenn ich hier so lange überlebe. Ja, wenn kein Gegner da ist, dann überlebst du. Muss halt gut kommen. Obvious. Captain Obvious strikes again. Okay, wenn jemand muss es dir sagen, oder? Frank, hast du noch was Hardens Glass übrig von den Impulse Item Ducts? Zufällig. Achso, hab ich noch was? Nee, glaube ich nicht. Guck mal in den Induction Smelter. Warte, ich gucke gerade. Der ist leer. Der ist leer, okay. Dann müssen wir uns das bauen. Ich mach mal. Okay. Wobei, haben wir Obsidian? Klar, oder? Haben wir Obsidian, also können wir uns zumindest machen. Wir haben ja hier Unmengen an Lava. Ach ja, okay. Ja, da können wir eigentlich auch was Automatisches machen, weil Obsidian bauen wir, glaube ich, noch ziemlich oft. Obsidian habe ich in einem Farmer gemacht, neben der Smeltery. Ehrlich? Mhm. Der ist an die Lava-Produktion angeschlossen. Da unten? Ah! Oh, cool, danke. Kein sehr geil. Okay, dann, mache ich das Zeug mal klein hier. Boah. Okay, was brauchen wir noch? Redstone Reception Coils, Gold und so weiter. Und wir könnten uns, also zum Energiepuffern, einfach noch mehr Energy Cells bauen. Das brauchen wir viel. Oder vielleicht dich upgraden. Naja. Ja, weiß ich gar nicht. Ich glaube. Wie viel Perlen haben wir? Die aktuelle wird garantiert ein bisschen halten. Ich habe auch noch 2 Perlen. 10, 15 Erze oder sowas, schätzungsweise. Ich werfe einfach nochmal hoch. Und in den Nether jetzt. Okay. Enderium irgendwie. Ich wollte irgendwas machen. Ach so, genau, ja. Ihr spulen. Und rein da. LOL. Was? Ja. Hier werde ich gleich. Hier gleich. Ich
kann leider hier nichts bauen, weil ich werde sofort von ganz vielen Gegnern verfolgt und Skeletten und was für alle. Oh, verdammt. Die stehen nämlich alle gleich hier. Du wolltest mir nicht glauben, denn er ist böse. Auch so schnell wie möglich einfach irgendeine Mauer. Am besten vielleicht eine Magnum-Torch mitnehmen oder so. Das wäre eine Idee. Die verhindert nur, dass die spawnen. Nebenbei, ich bin safe, aber ich habe nur gerade 2 Blöcke frei. Also einen nur. Ich habe mich selbst eingebaut. Okay. Dann komm doch mal zurück und nimm eine Magnum-Torch mit, damit wir dann bei späteren Expeditionen das besser hinbekommen. Ja, keine Spitzhacke, die werden sich wieder frei zu bauen, ne? Eben, ich grab mich jetzt gerade ein bisschen durch Netherrack durch, weil die kann man mit der Hand gut zerbauen. Baue ich mir jetzt noch eine Höhle rein. Na gut, das geht noch. So, dann haben wir das Hardened Glass. Da brauchen wir wie viel von? Ich glaube 5, ne? Eine ganze Menge, aber ich baue ja gerade was. Okay, 6 brauchen wir. Ich mache immer einfach mal einen kompletten Stack von allen. Sheets brauchen wir auch 4 von. Hat nicht auch noch Plastic Sheets? Was ist Raw Plastic noch? So, das Glas liegt dann auf dem Server, ich meine im Induction Smelter. Auf dem Server. Stimmt ja irgendwie. Ja, ist doch ja, klar. Aber noch gröber geht's nicht. Das ja, es ist die Wahrheit. Aber. War keine Lüge. Ich meine, die Wahrheit ist auch auf die Frage, was machst du gerade zu sagen, sterben, ne? Trotzdem hilft das einem überhaupt nicht weiter. Wie bitte? Ich hab's nicht ganz verstanden. Was machst du gerade? Sterben. Keine Ahnung. Sterben tue ich gerade nicht, nee. Doch. Wir sterben alle ganz langsam überlebe durch grade. Sauerstoff. Ja, aber ich überlebe gerade, das ist das. Nein. Das ist die Wahrheit, ich überlebe gerade. Weil ich nicht sterbe, sondern wenn ich sterbe, dann wäre ich jetzt tot. Du weißt schon, dass das Ganze auch ein bisschen was länger dauern kann, ne? Nicht einfach mit so einem Messerstich, Schrägstrich, Loch im Kopf. What? Ja, also das hab ich aber nicht, das ist es ja. Nee. Mal so was anderes. Ja? Gibt es auch für diese Map irgendwie einen Knopf, um die Map irgendwie ganz groß anzuzeigen? X. Probier mal X. Ach so, meinst du das? Ups. Ah, nice. Da hinten ist eine Fortress immerhin, das ist schon mal gut zu wissen. Das geil. Ist sehr geil. So. Das Problem ist nur, dass der Weg dahin einfach, höllisch ist? Ja. Weil da ist irgendwas, was ich nicht ganz identifizieren kann. Nee, es ist irgendwas Graues, das kann aber auch was anderes sein, weil das kann man auf der Map nicht so gut erkennen. Okay. Wahrscheinlich es könnte grau sein, es könnte auch was anderes sein, oder wie? Nee, grau ist es schon. Ah, ich höre einen Gas. Aber diese blöden Zombie-Pigmen, die spawnen echt überall, oder? Auf jedem Untergrund. Oder auch nicht auf Holz und so. Ah, warte mal, auf diesen Slabs, ne? Das spawnen die eigentlich nicht. Wenn sie dann richtig platziert gedacht, sind, nicht? Ja, in der unteren Hälfte von dem Block halt quasi. Weil dann könnte man ja eigentlich so einen Untergrundweg bauen zu dieser Fortress eben, oder dahin, wo man halt hin will. Aus Holz. Dauert zwar eine Weile, aber dann... Ja. Leute? Ich glaube, wir haben so lange von genug Hardened Glass. Ja. Würde genau reichen. Ich wäre jetzt nochmal vorsichtig, weil oben ist jetzt, also direkt neben Portal, es sind 1 oder 2 Zombie-Pigman-Bosse. Und 2 Skelette. Ja, passt. Und mittlerweile ist da auch ein Gas, der hier rumschwebt, das sehe ich auf der Karte und höre ihn auch. Okay. Irgendwie finde ich die Zombie-Pigman viel gefährlicher als die Gas mittlerweile. Ist ja auch so. Ich finde alles gefährlicher als die Gas im Himmeter. Die Lava zum Beispiel. Nur wenn man es zueinander da war. Okay, wo um alles in der Welt kriegen wir jetzt Pink Slime Balls her? Da müssen wir, glaube ich, einen Meat, also Fleisch, flüssiges Fleisch irgendwie platzieren und dann spawnen da draus dieser Schleim. Okay, und flüssiges Fleisch kriegen wir dann aus dem Slaughterhouse, war das, glaube ich. Genau. Nee, aus dem Grinder. Oh, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an schöne Zeiten. Mhm. Der Vorteil beim Slaughterhouse ist, glaube ich, wobei das geht beim Grinder genauso, da können wir halt einfach Hühner davor spawnen, wir können ja Spawn-Eier basteln. Ja. Apropos Spawn-Eier, genau. Wir haben ja die Safari-Nets. Oder so. Genau, dann stehen wir uns einfach ein paar Eldermänner und hauen sie da rein. Nee, weil da ist ja wie gesagt schon was drin. Die können wir mal aufmachen. Ach ja, genau. Sieht man, was da drin ist? Nee, ne? Nee, it is a mystery. Oh Gott, dann mach das bitte sicher.
Warte mal, wir haben doch goldene Lassos. Ja. Das, wenn irgendwas Unsicheres dabei rauskommt, kann ich das ganz schnell wegpacken. Oder denn, achso, wir haben keinen Multi-Use-Dings, ne? Was denn wie? Nee, das Multi-Use haben wir nicht, die sind alle nur Single-Use. Schade. Das heißt, die verschwinden, wenn wir dann das Ding spawnen. Boah, da sind die Lassos. Beireich. Wo mache ich das denn am besten? Geh doch hin auf meine grüne Plattform, da ist genug Platz. Okay. Ich finde interessant, wie das Skelett immer noch weiß, wo ich bin, obwohl ich hier im Nether rumlaufe. Das sehe ich auf der Karte, das läuft immer über mir her. Wobei ich weiß nicht, wie es deinen Katzen dann gehen wird, aber okay. Ne, die werden dich angegriffen. Denke ich mal. Ja, natürlich. Weiß, ein Schwein. Hey, Schwein. Hä? Nächste, eine Kuh. Geil, Kuh. Und noch ein Schwein. Schwein. Alles mit, alles rein in. Eine Kuh, endlich, yay. Boah, wenn wir da zwei haben. Ja, ja. Richtig geil. Wir können die Quest jetzt machen, ne? Mit der Milch. Ja. Das ist überhaupt geil. Die ganze Essensquest können wir jetzt weitermachen. Yeah, so cool. Sehr geil. Ich glaube, ich mache das aber eher bei den Bienen hier, weil da muss ich nicht so Ewigkeiten rennen. Apropos, Bienen können wir auch zu langsam anfangen. Wir haben so viele Hives. Einfach ein paar Pirates bauen, dann geht das. Nebenbei haben wir auch eine Beehive, also eine Apiary und eine Industrial Apiary haben wir auch schon. Weil die aber war keine, Teil von diese Multiblock-Teil, ne? Die Aviary kannst du nur machen, nachdem du dabei lang Bienen gemacht hast. Weil du dafür Pollen, ja, und Honig brauchst und so. Man kriegt ja auch durch Zufall als Reward. Achso, das nicht, ne? Ganze 64 Blöcke. Und ein paar Mutators und so was. Aber da bräuchten wir erstmal wieder Reward-Packs. Also würde ich sagen, machen wir uns an die einfachen Quests mal wieder. Ich hab nicht mal mehr ein Questbuch, ne? Das ist ganz einfach zu craften. Einfach mal ins Ding. Ich sitze hier gerade im Nether mit knapp 5 Stacks Stein und 12 Kartoffeln. Mehr habe ich nicht dabei. Und schlage mich seit einer ganzen Weile durch roten Stein durch. Mit Stein. Wenn ich da jetzt runterkomme, bin ich dann safe oder ist Nein. Die Tür an sich. Nee, okay, dann lasse ich's. Da arbeite ich gerade dran, dass ich von unten irgendwie an das Portal rankomme. Ich glaube, die Fledermaus setzt sich mal in unserem Superhaus aus. Fledermaus! Fledermaus. Cool. Fledermaus. Oder wir machen ein kleines Gehege für die. So aus Glas und so. Also momentan ist sie da drin. Da ist sie auch sicher fürs Erste. Okay. Warum haben wir jetzt eine Fledermaus? Die ist aus dem Safari-Netz rausgekommen. Ja, aber warum? Eine zweite Kuh. Weil die da drin war. Warum haben wir die? Warum behalten wir die so? Warum denn nicht? Ich vermehr mal die Kühe. Da steht ein Pferd auf der Wand.